Kontakte knüpfen, ausbauen und pflegen. Andreas Scheuer, der CSU-Mann aus Passau, hat die Spielregeln für das Berliner Politkarussell schnell begriffen. Auch Florian Tonka weiß, dass man ohne Netz und Saal in der Politik schnell eine Bauchlandung macht. Ganz im Zirkus. Und auch Carsten Schneider nimmt es sogar wörtlich. Als Newcomer hat er vor 11 Jahren die Netzwerker mitbegründet. Politik ist zum großen Teil eh nur persönliches Zusammenspiel. Also kennt man jemanden, kennt man jemanden. Und von daher sind Parteitage sowas wie ein WM-Finale. Da treffen sich halt alle zusammen und man hat innerhalb kürzester Zeit die Gelegenheit, mit Leuten, die man 1-2 Jahre eben auch nicht gesehen hat, das aufzufrischen, aufzuhellen, einfach mal zu hören, was bei denen so los ist, wie die Stimmung ist und Beziehungen auch aufrechtzuerhalten. Neben den Seeheimern und der parlamentarischen Linken sind die Netzwerke die dritte Strömung innerhalb der SPD. Denn wer Kontakte hegt und pflegt, hat es leichter als ein Einzelkämpfer. Der SPD-Generalsekretär Heil von Anfang an Schneiders Seite erinnert sich. Er ist ein Gründungspapa, auch wenn er damals der jüngste Bundestagsabgeordnete war. Ich war der Zweitjüngste, habe immer furchtbar darunter gelitten, weil er sah auch noch viel jünger aus. Warum sind Sie damals mit zu den Netzwerkern dazu? Ja, das hat Hubertus schon genauso erklärt. Für mich war sowieso das alles neu. Ich hatte von diesen Parteistrukturen auf Bundesebene keine Ahnung. Ich komme ja aus Thüringen. Und er war mir erstens sympathisch und zweitens fand ich, die anderen waren ziemlich tradiert und da gab es kaum noch Diskussionen, sondern einen großen Teil Umsetzung des, was man sich in der Opposition vorgenommen hatte. Ja, und da haben wir uns unseren eigenen Raum gesucht. Einen eigenen Raum hat auch Florian Tonka gefunden, die Landesgruppe Baden-Württemberg. Deren 9 FDP-Abgeordnete sind sein kleines politisches Netzwerk. Das ist schon auch sehr, sehr wichtig. War für mich auch als junger Abgeordneter eine wichtige Anlaufstelle, denn es ist doch irgendwo ein Kreis von Personen, die man schon etwas länger kennt, etwas besser kennt. Und da habe ich auch sehr viel an Hilfe gekriegt. Also die Landesgruppe ist für mich schon auch ein Netzwerk, das meine Arbeit hier sehr stark prägt. Verraten Sie mir, wenn man Karriere machen will, muss man sich ja an die Jüngeren oder eher an die Alten in der Partei halten? Also man muss zunächst einmal sich engagieren und muss das auch gerne machen und muss dabei auch authentisch sein. Und nicht unbedingt immer nur überlegen, wem muss ich jetzt gefallen und mit wem muss ich jetzt reden und hin und her. Natürlich muss man auch für Mehrheiten kämpfen, muss dann mit Menschen sprechen, muss sich auch mal verbünden, das gehört alles dazu. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass man das gerne macht, dass auch die Jüngeren wie die Älteren in der Partei einen kennen, einfach beurteilen können, der ist gut oder der ist nicht so gut. Und das ist die wichtigste Voraussetzung. Und dann muss man sicherlich auch Kontakte pflegen und versuchen, auch Verbündete zu finden für die eigenen Anliegen. Nicole Maisch hat es eilig. Sie sucht den nächsten Tagungsraum und merkt rasch, dass man alleine verloren ist auf weiter Flur. Und jetzt haben Sie sich verlaufen oder warum fahren wir wieder los? Verlaufen ist ein wirklich hässliches Wort. Wir sind, es gibt hier mehrere Jakob-Kaiser-Hausflügel und wir sind im Falschen. Frau Höhn, ist es normal, dass man sich so verläuft in diesem Haus als junger Abgeordneter? Ja, ich habe mich am Anfang auch verlaufen. Das heißt, also das hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern damit, dass man hier einfach in dieses Haus hineinkommt. Ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich ja Mathematikerin bin. Das hat eine bestimmte Logik, dieses Haus, das muss man schon sagen. Also wenn man das einmal verstanden hat, dann geht es einfacher. Aber Sie sehen, wieso sind wir jetzt da unten gefahren? Herr Tonka, es ist ja ein Fuchsbau hier. Finden Sie sich zurecht? Solange man nur in sein Zimmer muss, geht's. Aber wenn man mal irgendwo hin muss, wo man noch nie war, da sucht man ganz schön. Ist es denn irgendwie logisch aufgebaut? Angeblich ja. Ja, man kann wohl irgendwo erkennen, welches Stockwerk das ist und welcher Gebäudeteil. Aber ich könnte es Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Wir müssen wissen, die erste Nummer ist das Stockwerk. Aha. Die zweite Nummer ist dieser Bereich. Ja. Da sind wir jetzt im Bereich 2 und müssen zum Bereich 3. Mhm. So, und dann muss man nur noch die beiden letzten Ziffern, das ist denn der Raum, muss man denn noch finden. Also Sie gehen immer einen gleichen Weg, damit Sie auch Ihr Zimmer finden. Da gibt es ganz verschiedene Wege, aber also das finde ich noch. Aber das stimmt schon, man kann sich hier ziemlich verlaufen, wenn man irgendwo Ungewöhnliches hin muss. Ich glaube, wir gehen einfach mal zurück. Weil die 2, da kann ja die 1 rechts oder links von der 2 sein. Verstehen Sie? Was sagen Sie dazu? Ich kenne das schon, man darf da nicht die Ruhe verlieren und suchen. Genau. Fühlen Sie sich denn hier wohl? Kennen Sie Ihre Nachbarn? Ich kenne alle meine Nachbarn. Ansonsten, man kann schon auf die Idee kommen, dass das hier so ein bisschen so eine Arrestanstalt ist. So sieht es jedenfalls aus. Ich gebe mir Mühe, preußische Tugenden hochzuhalten, aber manchmal ist die Situation halt, wie sie ist.
Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen Gummi geben. Genau. Wo sind der, ist jetzt der Jens hin mit seinen langen Beinen? Ich habe ihn da die Treppe hoch entschwinden gesehen. Wir sind fast da und fast pünktlich. Bis später. Tschüss. Sagen Arrestfreigänge gibt es dann in den Bundestag, oder wie? Da sind wir dann alle ganz froh, wenn wir wieder raus dürfen. Ja, ja, genau. Wir haben hier geschlossene Gesellschaft. Ich mach mal die Tür zu. Ne? Ja. Tschüss. Eine geschlossene Gesellschaft ist auch die parlamentarische Gesellschaft. Eine besonders gute Adresse für die Kontaktpflege und praktischerweise vom Reichstag auch gut zu Fuß zu erreichen. Ich glaube, es ist der exklusivste Club in Deutschland, weil man eben nur reinkommt, wenn man Abgeordneter ist. Und da treffen sich eben Abgeordnete da, sind verschiedene Räumlichkeiten und auch eine Kneipe unten. Hier finden auch geheimere Treffen statt? Ja, also die Koalitionsverhandlungen sind ja hier gelaufen mit CDU und SPD. Aber auch auf unterer, auf meiner Ebene ist das so, dass wir hier so beim Essen dann die Haushalte immer zugemacht haben und die letzten Sachen verhandelt haben. Und man kann eben informell mit Leuten aus allen Fraktionen zusammenkommen, man muss es aber auch nicht. Andreas Scheuer organisiert gerade ein Treffen mit seinen Verbündeten, natürlich aus der CSU. Also wir haben 2002 bei der Bundestagswahl alle den Einzug in den Bundestag geschafft. Und dann war eine Aktion auf der Zugspitze, also höchster Berg Deutschlands. Und von daher hat sich dieser Kreis so gegründet und dann haben wir uns auch so genannt. Die von der Zugspitze treffen sich regelmäßig, meistens in der parlamentarischen Gesellschaft. Da sie in der CSU ganz verschiedenen Fachbereichen angehören, sind sie sich bislang karrieremäßig nicht in die Quere gekommen. Streit, wenn überhaupt, bleibt hinter verschlossenen Türen. Sie sind ja noch alle sehr jung. Fühlen Sie sich hier wohl in diesem Ambiente, wenn man sich hier trifft? Also zum einen, man muss doch schnell reagieren können. Und deswegen muss man natürlich im Zentrum sich bewegen, ist doch klar. Und wenn man zwischen sich den Abgeordnetenräumen und den Büros und dem Reichstag in der Mitte bewegt, dann glaube ich, ist man ziemlich nah am Zentrum. Und wenn das gelingt, das zu verknüpfen mit der überzeugenden Currywurst, die es hier gibt, von der man ja in Berlin leben muss, wenn man hier eine ganze Woche ist, dann ist das doch ein geeigneter Platz, um Netzwerke zu schmieden. Aber das Schöne an Berlin ist ja, dass es sehr offen ist und sehr tolerant ist. Und deswegen gibt es auch durchaus ganz andere Meinungen. Und das Schöne ist, die werden, doch, ich schätze das hier, aber alles in Maßen. Und Später hatte Zirkel noch einen Termin beim Wirtschaftsminister zu Guttenberg. Der gehört nämlich auch dazu. Zugspitzkreis, da scheint Name Programm zu sein. Der Weg zum Gipfel vorgezeichnet. Kennen Sie den Zugspitzkreis? Nein. Sie? Nee, kenne ich auch nicht. Ich habe ja schon mal was von gelesen, aber so wichtig, dass ich mir jetzt hätte merken können, wer da drin ist, scheint er nicht zu sein. Sagt der Mann aus Böblingen. Vernetzt ist er in der sogenannten jungen Gruppe der FDP, pflegt aber auch überfraktionelle Kontakte, trifft sich regelmäßig mit Andreas Jung, mit einem aus einem ganz anderen politischen Lager. Sie sind bei der CDU, Herr Tonka bei der FDP, trotzdem zusammen in der jungen Gruppe? Man kann ja auch mal eine Fehlentscheidung treffen, aber er ist ein netter Typ. Gerade wir Jüngeren haben ein paar Themen, die uns gemeinsam betreffen. Wir haben auch fraktionsübergreifend eine Initiative, Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz, vorangebracht. Und um sowas gemeinsam hinzubekommen... Dann rotten sich die Jungen von CDU und FDP zusammen, sagen, da machen wir jetzt was. Und auch von SPD und Grünen waren Jüngere dabei und haben das unterschrieben. Und in der Tat, da rotten wir uns zusammen und gucken natürlich auch, dass wir das voranbringen. Sind Sie noch in anderen Netzwerken? Ich bin noch in anderen Netzwerken. Eins, das mir zum Beispiel einfällt, ist der Töpferkurs. Egal ob Töpfer, Netzwerker oder Zugspitzler, die eigentliche politische Heimat finden Sie in Ihren Fraktionen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Doch Carsten Schneider öffnet für uns kurz die Tür. Hier gibt es ja eine besondere Sitzordnung. Wonach richtet sich die denn? Ja, also zum einen sitzt hier vorne die gesamte Führungsriege der SPD, also Minister und Fraktionsvorstand oder geschäftsführender Fraktionsvorstand. Und hier sitzt also die Thüringer Landesgruppe? Ja, wir sind ja nicht allzu viel, wir sind ja nur 6, von daher sind wir zwischen Nordrhein-Westfalen eingeklemmt. Da sitzen hier noch ein paar und da, und wir sitzen hier so. Mhm. Ich nehme mal diesen Platz, weil da kann man direkt in die Mitte durchgucken. Zum Fraktionsvorsitzenden und zum Parteivorsitzenden und sich ein bisschen deren Augenspiel anschauen. Ja. Das ist ja auch meistens interessant, wie die Sachen so aufnehmen.
Denn die Fraktionsvorsitzenden sind wie die Spinnen im Netzwerk. Sie stehen im Zentrum. Hier laufen alle Fäden zusammen. Wer etwas bewegen will, muss hier präsent sein. Also die Tage sind viel vollgepackter, fangen früher an, hören später auf und sind auch viel schneller getaktet. Also man hat zwischendurch kaum Zeit, was zu essen, Pause zu machen. Das ist schon anstrengend. Auch Carsten Schneider hat anstrengende Tage. Als Chefhaushälter der SPD-Fraktion ist er angesichts der vielen roten Zahlen im Dauerstress. Abends dann Tapetenwechsel. Schneider sucht Ablenkung im Wahlkreis, eine Kneipe in Reichstagsnähe. Das Stammlokal der Genossen. An der Theke blickt man nicht nur ins Glas, sondern auch mal in die Zukunft. In 20 Jahren sind Sie eher Finanzminister oder eher im Management von der Deutschen Bank? Na, ich glaube, dass wenn man sich einmal für die Politik entschieden hat, man nie so richtig loskommt. Es gibt ja verschiedene Thesen, die sagen, Politik ist Droge, ist auch Sucht. Ich glaube, so weit ist es noch nicht, aber wenn man sich einmal politisch Spaß dran hat, eben auch zu verändern, auch Macht tatsächlich auch erlebt und tatsächlich auch ein Stück weit seine Sachen umsetzen kann, dann kommt man nicht mehr los. Von daher glaube ich, dass ich, man hat immer ein Mandat oder einen Vertrag auf 4 Jahre, aber dass ich bisher keinen Grund habe, davon wieder in die Sparkasse zurückzugehen und Sparbücher zu verkaufen. Finanzminister? Ja, you never know, you never say no, aber ich habe keine Zielplanung. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, auch als Abgeordneter. Man ist ja frei in seinen Terminen, aber auch in dem, was man sagen kann. Ich glaube, der Gutenberg merkt gerade sehr stark, wie eingebunden man auch ist. Deswegen, man wird in so einem Fall wahrscheinlich nicht Nein sagen können, aber es ist auch ein sehr enges Korsett. Ein anderes Leben hier als Abgeordneter. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Presseabend unserer Fraktion. Unsere Fraktion macht mit eingeladenen Journalisten einen Abend in der alten Kalkscheune in Berlin. Das ist eigentlich ein ganz netter Schuppen, nicht so steif, sondern ein bisschen lockerer. Aber schon ein Diensttermin. Schon ein Diensttermin, aber also das geht man nicht zum Spaß hin. Man versucht da Journalisten kennenzulernen. Ist doch so, dass auch viele Journalisten nicht unbedingt alle Abgeordneten kennen oder mit vielen gerne mal reden würden und dann ergibt sich das. Also es ist so einfach ein bisschen zwanglos miteinander ins Gespräch kommen und das organisiert die Fraktion. Sind Sie ganz jung in der Fraktion? Werden Sie von den älteren Kollegen akzeptiert? Ich fühle mich gut aufgenommen und das ist auch schön, wenn man der Jüngste ist, weil man doch einfach auch viel Wohlwollen bekommt. Auf Wohlwollen ist er angewiesen und das sowohl von Seiten der Journalisten als auch von der Parteispitze. Ich glaube, dass der Florian Tonka deshalb so ein hochbegabter Mann ist, weil er nicht nur Politik kann, sondern gleichzeitig auch mit seiner Ausbildung, seinen Examina, dafür gesorgt hat, dass er unabhängig von der Politik ist. Er ist in den Wertebewusstsein, in Menschenrechten unglaublich engagiert, hat ein Stilempfinden für Politik. Sehr, sehr gut. Herr Tonka, so Feste sind ja auch mal sehen und gesehen werden an der Seite von. Was halten Sie davon? Man erlebt oft, dass hinter irgendeinem Promi die Leute sich fast schon schlagen. Also wenn man das von hinten sieht, was da los ist, wie die sich wegschieben gegenseitig, das ist wirklich unwürdig. Und das sollen andere machen. Auch Nicole Maisch hat noch einen Abendtermin. Im Kesselhaus am Prenzlauer Berg hat sie sich mit einem Fraktionskollegen verabredet. Frau Maisch, wie war der Tag heute? Anstrengend. Fraktionssitzung habe ich hinter mir. Ausschuss ist vorbereitet und jetzt haben wir uns ein bisschen Spaß verdient. Also Sie verlassen jetzt den parlamentarischen Alltag und gönnen sich was? Genau, jetzt, genau in diesem Moment. Da kommt auch der Kollege. Beim Abrocken, da kann die Abgeordnete Maisch fern alle Netzwerke einfach nur Nicole Maisch sein. Am nächsten Morgen zieht es alle wieder in die Bannmeile. Vorher wird gejoggt. Fit für den Tag, frische Luft für neue Herausforderungen. Auf Florian Tonka wartet schon der Bundestagspräsident. Da müssen andere Termine zurückstehen. Herr Tonka, das Plenum fängt gleich an und Sie sind heute Schriftführer. Vielleicht erklären Sie uns, wie man das wird und was man da genau zu tun hat.
Ja, es ist zum Glück nicht so, dass man mitschreiben muss, was da gesprochen wird. Dafür gibt es Protokollanten. Aber es gibt zwei Abgeordnete, die neben dem Präsidenten sitzen während der Sitzung und die ihm helfen, die Sitzung zu leiten. Zum Beispiel die Rednerlisten zu kontrollieren, die Redezeiten zu kontrollieren. Es ist genau festgelegt, wer wie lange reden darf und das muss eingehalten werden. Oder auch mitzuhelfen, wenn ausgezählt werden muss, wie eine Abstimmung ausgegangen ist. Das sind alles Dinge, wo der Präsident auch Hilfe braucht und dafür gibt es die zwei Schriftführer. In diesen Rotunden tagen die Bundestagsausschüsse. Zugeben will es keiner, doch es gilt, sag mir, in welchem Ausschuss du bist und ich weiß, wie wichtig du bist. Schneider ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Nicole Maisch gehört dem Ausschuss für Verbraucherschutz an. Der Haushaltsausschuss ist der wichtigste Ausschuss im Bundestag. Warum? Ja, es ist der zentrale Ausschuss, hier läuft alles zusammen, wir müssen alles im Blick haben, vor allen Dingen, was mit Geld zusammenhängt. Und Geld ist letztendlich Politik, wofür sie was ausgeben und Schwerpunkte setzen und wo eben auch nicht, wo sie was kürzen. Und das machen wir hier und deswegen ist er der wichtigste Ausschuss des Bundestages. Hier geht es ja um Essen und Essen muss jeder. Das heißt, wir sagen natürlich, wir sind einer der wichtigsten Ausschüsse. Florian Tonka ist im Petitionsausschuss. Ob wichtig oder unwichtig, ist für ihn zurzeit sekundär. In seiner Partei gibt es momentan nur ein wichtiges Ziel, die Wahlen. Können Sie denn beschreiben, wie die Stimmung ist? Gehen da schon die ersten Kämpfe um die Pöstchen los? Oder denkt man sich nur, naja, mal gucken, wie es im September wird? Wie wird es greifbar? Also Optimismus ist da. Wirklich die Chance zu sagen, diesmal haben wir wirklich die Möglichkeit, zweistellig zu werden, solide zweistellig zu werden. Das ist ja nicht immer so gewesen und das merken wir. Das ist eine einmalige Chance. Und natürlich, je näher Wahlen kommen, umso mehr gibt es auch Versuche, sich gut darzustellen. Aber das ist doch normal. Das sollen die, die am besten arbeiten, nachher auch die besonderen Führungspositionen kriegen. Und solange das fair ausgetragen wird, gehört es dazu. Also es findet statt, aber das hat auf die Stimmung keinen Einfluss. Gute Stimmung bei schönem Wetter herrscht auch beim CDU-CSU-Sommerfest. Die Fraktion feiert im Club der MdBs bei den Mitarbeitern des Biergartens. Andreas Scheuer ist auch schon unterwegs. Wie viele Einladungen haben Sie denn diese Woche? Diese Woche werden es am Abend auf jeden Fall pro Tag 3-4 sein. Und nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Da gehe ich hin und da nicht? Also die Einladungen sind definitiv mehr. Das sind sicherlich pro Tag 10-12 am Abend. Aber natürlich auswählen aus fachpolitischen Gründen und natürlich Fraktionssommerfest muss man natürlich hingehen. Also Gesichtspflege gehört dazu, wenn man irgendwo hingeht? Ja, sicher, natürlich. Sind wir jetzt mitten in einem Netzwerk? Ja, die Fraktion ist natürlich ein Netzwerk, klar. Natürlich, Teile der Fraktion sind auch besondere Netzwerke. Fachpolitiker, junge Gruppe und die vielen, vielen soziologischen Gruppen. Also das heißt, das ist natürlich ein großes Netzwerk mit vielen kleinen Netzwerken. Ob offiziell oder inkognito, die zahlreichen Lobbyisten sind auf den Berliner Sommerfesten stets gut vertreten. Völlig wetterunabhängig, auch bei Regen und Kälte. Denn schließlich geht es ums Geschäft und um die Wurst. Heute bei den Thüringern. Nun sind ja auf diesen Festen auch immer Interessensvertreter von verschiedenen Verbänden vertreten, Lobbyisten. Kann es denn passieren, dass Sie auch auf Sie zukommen direkt als Abgeordneten und da Kontakte machen wollen? Das passiert, klar. Also ich sag mal, mit denen ich zu tun habe, die kommen vorher schon, melden sich halt im Büro an und was weiß ich, Sparkassenverband, Bankenverband oder sowas. Und dann kennt man die auch, aber es gibt natürlich auch andere, die, soll ich mal sagen, so Unternehmensrepräsentanten, die das dann immer einfach auch nutzen. Deswegen gehen die ja dahin, dass sie eben die Leute ohne Termin ansprechen können. Also mich ohne Termin ansprechen können, meinen Termin würden sie nicht kriegen, da habe ich die Zeit nicht für. Und kann ganz unterschiedlich, kann auch interessant für mich sein, wenn man Informationen kriegt, die ungeschützt ist und realer als das, was man offiziell immer mitgeteilt bekommt. Von daher ist es ein Geben und Nehmen. Während Carsten Schneider schon mitten im Maschenwerk steckt, hat Florian Tonka die Abendplanung noch vor sich. Das sieht ja alles nach Einladung aus. Wie viele haben Sie denn pro Tag oder pro Woche? Ja, das sind schon so gut 50 am Tag. Man bekommt sehr viel Papier und da geht schon mal leicht eine verloren. Also man muss genau aufpassen. Was gibt's denn heute im Angebot? Das ist jetzt die Einladung zur Stallwächterparty, die traditionelle Feier der Baden-Württemberger, bevor die parlamentarische Sommerpause losgeht.
Das ist ein Highlight jedes Jahr hier, da geht man hin. Das hier ist zum Beispiel eine Veranstaltung von ENBW, die diese Woche stattfindet. Da werde ich auch hingehen, denn das ist ein Unternehmen, das aus meinem Land kommt und damit auch für mich wichtig ist. Es gibt aber auch zum Beispiel hier die Einladung zu einer Ausstellungseröffnung, rumänische Bildräume 1924 bis 1944, diesmal ohne mich. Der Passauer Andreas Scheuer scheint ein attraktiveres Angebot in der Post gefunden zu haben. Eine Probefahrt mit dem neuen Elektromini. Als Mitglied im Verkehrsausschuss steht Scheuer bei den Autolobbyisten ganz oben. Denn Männer wie er sind für Hersteller und Händler wichtige Entscheidungsträger. Frau Brüning, grüße Sie. Hallo. Hallo. Darf ich Ihnen unseren schönen Mini vorstellen? Elektrisch. Na, der ist ja elektrisch mit Grünstrom. Der ist ja flitzermäßig. Steigen Sie ein. Dankeschön. Sie haben ja eine Rede über das Elektromobil gehalten. Wie viel davon hat denn jetzt BMW geschrieben? Nee, das habe ich mir schon alles selber geschrieben, weil ich habe beispielsweise einen Anbieter bei mir im Wahlkreis, der E-Racer, also E-Roller macht und verkauft. Ich habe mich da im Wahlkreis informiert und da geht es einfach weiter. Viele andere Anbieter haben mich auch eingeladen. Also das heißt, viele Praxiserfahrungen und dann die Rede schreibe ich mir schon selber. Das heißt aber, Sie fahren jetzt mit allen Elektromobilen, die es gibt auf dem Markt? Ja, oder geben Sie jetzt BMW den Vorzug? Nein, natürlich gibt es viele Automobilhersteller, die jetzt mit alternativen Antriebstechniken unterwegs sind. Das will man auch testen. Und vor allem auch viele Gespräche mit Infrastrukturanbietern. Dazu zählen Steckdosenproduzenten, Stromriesen und Batteriehersteller. Sie alle haben schon eine Adresse in der Bundeshauptstadt, im historischen Zentrum Berlins. Unter den Linden heißt inzwischen auch unter den Lobbyisten. Können Sie sich vorstellen, warum? Naja, es ist eine der schönsten Straßen in Berlin. Sie liegt zentral, nah am Reichstag und da sitzen Lobbyisten natürlich gerne. Was wollen die hier? Die wollen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen. Manchmal bringen sie ihre Fachkompetenz ein, manchmal wollen sie aber natürlich auch einfach bestimmte Entscheidungen haben. Und da suchen sie die Nähe zu Abgeordneten und Ministerien und gehen dann auch auf die Leute zu. Lobbyismus hat ja immer etwas, was mit Gitte geht, früher zumindest. Wie sieht es denn heute aus? Na, es gibt legitimen Lobbyismus. Das ist eigentlich nichts anderes als das, was die Bürger in meinem Wahlkreis auch machen. Wenn sie ein Problem haben, wenn sie sich über etwas ärgern, dann kommen sie und sagen, ich möchte, dass das anders gemacht wird. Und Verbände, Interessenverbände bündeln das und machen das organisiert. Es gibt aber natürlich auch Formen von Lobbyismus, die sind nicht in Ordnung, vor allem wenn Verbände Mitarbeiter in Ministerien besetzen, Leute dorthin schicken, solche Dinge. Oder wenn es Vergünstigungen gibt für Entscheidungsträger, wenn die also Geschenke bekommen. Das gibt es aber. Also es gibt, ich kenne das nicht, ich habe noch keinen Fall dieser Art erlebt. Aber wenn Lobbyismus so verfahren würde, dann wäre das nicht in Ordnung. Wo trifft man sich dann mit den Lobbyisten oder auch mit politischen Kollegen? Gibt es so Versammlungsorte, die Parkbank, die Sauna, ich weiß es nicht. Also das wäre eher innovativ. Ich habe mich noch nie auf einer Parkbank getroffen. Manchmal im Büro oder auch in verschiedenen Gaststätten hier. Also zum Beispiel bekannt ist das Café Einstein hier unter den Linden. Wenn man will, dass es beachtet wird, mit wem man sich trifft, dann wählt man vielleicht das Einstein. Wenn man will, dass es niemand erfährt und niemand sieht, dann geht man ganz bestimmt nicht ins Café Einstein. Sondern besucht beispielsweise ein Sommerfest. Die Energie Baden-Württemberg hat eingeladen und Florian Tonka geht hin. Das wird erwartet. Der Konzern sitzt ja in seiner Heimat. Ich bin auch schon angesprochen worden von einem Freund, der dort arbeitet. Aber das ist eigentlich auch eher so, dass er sich freut, mich mal wieder zu sehen. Aber es ergeben sich immer wieder auch Gespräche zu politischen Inhalten. Und ich glaube, dass die Kontakte auch unverzichtbar sind. Wie viele Politikflüsterer, Lobbyisten oder Politikberater hier über den Dächern von Berlin geschäftlich unterwegs sind, bleibt verborgen. Der Erfurter Carsten Schneider ist auch schon da. Ist der Einfluss der Lobbyisten denn gestiegen? Ich glaube doch, dass viele Unternehmen, auch Verbände, jetzt auch richtig Geld in die Hand nehmen, um ihren Einfluss zu positionieren, auch in den Medien, die Berichterstattung zu beeinflussen. Ich glaube, dass es anders ist als früher. Ich nehme es zumindest auch anders wahr. Nun gibt es ja unheimlich viele Lobbyisten mittlerweile hier in Berlin, doppelt so viel wie noch vor einigen Jahren. Gibt es denn da auch plumpe Anmachen, plumpe Kontaktaufnahmen? Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also ich würde niemals, weiß nicht, es gibt es. Also ich hasse es wie die Pest, wenn mich jemand auf dem Handy anruft. Also da muss es schon wirklich wichtig sein.
Und ich habe das schon erlebt, dass irgendjemand meine Handynummer gekriegt hat und mich da dachte, er erreicht mich da und könnte mit mir dann irgendwas besprechen. Was einfach nicht geht, weil ich immer einen Termin bin und andere Sachen zu tun habe und das ist mein privates Gerät und sowas muss man wissen. Das macht man nicht. Normal melden die sich im Büro an oder schicken eine Mail oder einen Brief mit ihrem Anliegen und bitten um einen Termin und dann liest man sich das durch und sagt ja oder nein. Wie viel Prozent ist dann an so einem Abend hier wirklich Strippen ziehen und wie viel Prozent ist nur Smalltalk? Prozent Smalltalk würde ich sagen. Bis 20% Unterhaltung. Und 20%, dass man Leute wirklich trifft. Liegt Ihnen das eigentlich? Ach, ich gehe hier eigentlich eher hin, weil ich mich mit irgendjemandem verabredet habe. Es ist meistens spät um 10 und war noch so lange im Büro oder Sitzung und will irgendwo noch ein Bier trinken und noch ein paar Kollegen treffen. Aber große Diskussionen sind da eh nicht mehr möglich. Das ist mehr der Punkt, dass die deutsche Gemütlichkeit. Und ich glaube, dass das auch fast entscheidender ist, dass man auch zu Kollegen eine Bauchbasis hat und nicht nur eine Kopfbasis. Das macht manche Entscheidungen einfach leichter, wenn man miteinander schon mal ein Bier getrunken hat.